Natürlich haben wir die Power Girls auch an ihrem letzten Tag begleitet. Ein dichtes Programm hat es vor der Abschlussveranstaltung noch gegeben. Wir waren mit einer Gruppe Power Girls in der Lehrwerkstatt der ÖBB. Im Elektrolabor ist den Mädels sozusagen ein Licht aufgegangen. Wir haben die Kabel zum Licht eingesteckt und vom Steckdose A. Und da haben wir das Licht eingeschaltet, dass wir testen, ob es funktioniert. Bei den Stationen in der Sicherheitsakademie ist es dann schon etwas härter zugegangen. Und bei der Spurensuche wurde es außerdem spannend. Wir haben jetzt gerade so Fingerabdrücke gemacht. Und da haben wir dann mit so einem Stabpinsel drüber gefahren. Und dann haben wir die da so auf so eine Folie geklebt. Und die können wir jetzt dann da so anschauen und suchen, ob da ein Richtiger dabei ist. Wer dann von den Polizisten da draufgegriffen hat oder wer von den Tätern da draufgegriffen hat. Und sonst haben sie da noch so die Spuren angeschaut und ich finde es bis jetzt ganz cool. Die Sicherheitsakademie in Linz ist schon ein langjähriger Partner der Power Girls. Wir machen außerordentlich gute Erfahrungen mit derartigen Veranstaltungen, ob das jetzt die Institution Gürste ist oder eben die Power Girls. Das haben wir schon auf einer fortgeschrittenen Ebene. Wir wollen eine transparente und kommunikative Polizei sein. Das heißt, je mehr die jungen Damen in diesem Fall von der Polizeiarbeit wissen, desto besser ist auch die Vertrauensbasis und desto besser ist dann auch die Zusammenarbeit, sollte sie notwendig sein bei irgendwelchen konkreten Fällen, die halt im Rahmen der Bevölkerung immer wieder passieren. Seit dem Schuljahr 2005/2006 sind die Power Girls unterwegs. Heuer waren es doppelt so viele Mädchen als im Vorjahr, 207 an der Zahl. Ich denke mir, das ist eine ganz gute Voraussetzung, einfach schon in der Schule zu schauen, die Technik zu fördern. Gerade auch in den Fächern, die mich jetzt betreffen, sage ich mal, technisches Werken und textiles Werken, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir viele Mädchen für solche technischen Berufe gewinnen und das Interesse wecken. Bei der großen Abschlussveranstaltung im Power Tower der Energie AG Linz hat es dann für die Teilnehmerinnen auch noch tolle Preise gegeben. Das Projekt Power Girls ist beliebt. Sie waren ganz cool. Da hat man den Eindruck, wie man die Berufe, die es eigentlich die Buben machen, haben wir jetzt mit Zack gekriegt, also dass sie mehr Schades machen können. Und eigentlich ganz gut, das war ganz cool. Also ich finde es das super, dass man das auch macht, dass Mäscher sehen, dass man auch Männerberufe machen kann. Und es ist cool, weil da muss man nicht zurückgehen. Viele Erfahrungen für Technik hat mir sehr gefallen. Und auch als wir in den Garten gegangen sind, hat auch sehr Spaß gemacht. Und diese Erfahrung, dass ich meine Angst zu überwinden, hat auch mehr viel gebracht, ja. Gute Nachrichten gibt's auch von Seiten der Projektverantwortlichen. Das Budget für die nächsten 3 Jahre Power Girls ist gesichert. Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir mit der Kamera wieder dabei sein dürfen.